So, herzlich willkommen zum großen Test der Marke Get On My Level und ich sage hier bewusst erstmal schon mal Marke, weil es ist kein Merch, das ist kein Merch-Review, wie wir sonst machen, sondern jetzt machen wir mal ein Brand-Review und da will ich euch ein paar Sätze zu erzählen. Also erstmal kurz ab für die Leute, die sich jetzt wundern, okay, wer ist der Typ, warum nimmt er sich das hier raus, jetzt hier über die Marke von Montana Black zu urteilen. Erstmal, mein Name ist Frank, ich habe einen YouTube-T-Shirt-Business-Kanal, das habe ich so quasi neu hier eingeführt, diese ganze Szene, sag ich mal, wo Leute selber solche Sachen halt herstellen und da benutzen wir auch viele Druckanbieter, viele verschiedene Stoffanbieter und diese ganzen Sachen und da habe ich schon eine sehr gute Expertise, um da einfach mitreden zu können, wie gut sind die Sachen, sind die wirklich qualitativ mäßig, sind sie ihr Geld auch wert und wie allgemein sind sie im normalen Alltagszustand, nämlich nicht nur hier auf dem Tisch, sondern auch richtig in Benutzung. Und deswegen habe ich mir überlegt, weil ich so zufrieden war mit den Klamotten, die ich mir wohl ab, hier muss ich es vorher noch erwähnen, einfach mal privat gekauft habe, weil, wie gesagt, ich bin halt Fan von ihm. In der Zeit, wo ich mein T-Shirt-Business aufgebaut habe, habe ich halt nur zwei Videokanäle oder YouTube-Kanäle geguckt, JP Performance und Montana Black. Das waren die beiden Sachen an dieser Stelle, falls das Marcel je sehen wird. Wirklich schönen Dank dafür, für all diese oder für das Entertainment, sage ich mal. Ich war 2 Jahre lang im Krankenhaus oder mehr oder weniger im Krankenhaus, also halb tot, kann man schon fast dazu sagen, durch so eingeklemmten Halswirbel und diese ganzen Sachen und habe danach halt ein Business aufgebaut und sehr viele Abende halt alleine hier vom Rechner gesessen und halt gearbeitet, eher da drüben. Und da ist so ein bisschen Entertainment immer ganz gut gewesen und hat mir dann auch schon wieder so ein bisschen ins Lachen zurückgebracht, auch wenn die Ärmchen noch so dürre sind. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Und zwar, wir fangen direkt auch jetzt an. Und zwar nicht gleich bei den Klamotten, sondern erstmal beim Shoppen, beim Einkaufen, weil da fängt die Montana Black Experience nämlich schon an. So, also wir gucken uns jetzt mal die Internetseite an. Das hier ist sie. Da ist sogar noch eine Aktion hier. Bis 31.12. habt ihr Schlingel noch Zeit, euch hier dementsprechend eins von 5 verschiedenen Autogrammkarten zu besorgen. Ich fand die eine hier, die hinten, richtig geil. Werd mal gucken. Demnächst, ich shoppe sowieso wieder noch ein bisschen was. Den aktiven Content findet ihr hier. Und hier haben wir erstmal schon die ganzen Produkte. So, und dabei fällt erstmal auf schon, dass du hier wirklich so ein Feeling erstmal hast, so ein leichtes Call of Duty Feeling kommt schon wieder raus. An dieser Stelle mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von den ganzen Gekämpfe im aktuellen Call of Duty? Also irgendwie, mir kommt es ganz schön krass vor als im letzten Teil, aber das mal unten in den Kommentaren beschreiben. Hier sehen wir jetzt mal ein bisschen die verschiedene Kollektion, die er halt einfach mal hat, oder besser gesagt nicht die Kollektion, sondern wir sehen die verschiedenen Sachen. Davon habe ich mir jetzt gekauft, muss man mal gucken, das T-Shirt, die Cap natürlich auch ganz wichtig, die gucken wir auch an, weil die, da haben wir ja auch verschiedene Expertise, und dann habe ich mir unten noch eine Trainingshose bestellt, einfach mal fürs Studio, weil Frankie muss ja wieder was auf die Arme haben. An dieser Stelle, die neue Kollektion ist jetzt auch gerade draußen, hat er letztens schon wieder gesagt. Wir fangen jetzt aber an, trotzdem mit dem Auspacken, und zwar, wie kommt die Kiste an, und zwar so. So, geile Sache, also gut verpackt waren die Sachen schon mal und jetzt gucken wir sie mal uns im Detail an und wir fangen auch gleich an erstmal mit der Cap. So, die Cap ist da, das ist absolut eine geile Nummer, wirklich sehr coole Stoffart auch gemacht, also wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen näher hier einfach mal angucken. Wir sehen einmal so ein Logo, das ist wirklich hier rauf gestickt, es kommt wirklich 3D-mäßig raus, also wirklich qualitativ eine wahnsinnig coole Geschichte. Es ist kein billiger Druck, es ist wirklich auch sehr robust, es hält auch, es geht wirklich nicht ab. Allgemein wirklich ein sehr weiches, zartes Material hier wirklich einfach mal. Und dann gucken wir uns auch einfach mal ein bisschen die Rückseite an. So, die siehst du halt hier auch mit Logo, mit Aufstickung. Hier kannst du sie noch schön dir einfach mal anpassen. Das ist wirklich alles mit Doppelnaht hier gemacht, dass das wirklich auch eine ziemlich safe Sache ist. So, und dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen so das Innenfutter ganz genau an. Da werde ich jetzt mal ein bisschen ranzoomen, dass ihr das hier wirklich seht. Also wir haben hier innen drin wirklich sogar nochmal den Schriftzug allgemein. Es wirkt natürlich dementsprechend qualitativ. Genauso hier haben wir dann natürlich auch nochmal das Logo von Montana Black drin. Und das sind alles so eine kleinen Sachen, was das wirklich nochmal schön anhebt.
Also es ist wirklich eine ganz tolle Cap, kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen Print-on-Demand-Anbietern allgemein. Also für den Preis, den du hier kriegst, ist es wirklich eine wahnsinnig coole Geschichte. Gut, kommen wir jetzt mal zum nächsten Objekt. Jetzt kommen wir zum ganz interessanten, und zwar hier, nämlich dem T-Shirt einfach mal. Und zwar wirklich jetzt, ich schwöre das Ganze auf meine kürzlich gestorbene Omi. Da kann ich euch nur wirklich sagen, mir ist das echt so passiert. Ich bin vor die Tür gegangen und ich wurde direkt angesprochen und mir wurde gesagt, wie cool diese Klamotten aussehen. Ist mir persönlich noch nie passiert in meinem ganzen Leben. Das erste Mal, ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, also das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob ihr allgemein, wenn ihr diese Klamotten habt, darauf angesprochen werdet. Also ich habe es schon gesehen im Fitnessstudio, haben die Leute auch geguckt, aber das ist eine andere Geschichte, können wir auch noch erzählen. Jetzt erstmal hier zum Druck allgemein. Also wenn wir jetzt ein bisschen hier ranzoomen und das Ganze mal angucken, die Druckqualität ist wirklich richtig 1A. Also man kann es jetzt nicht vergleichen irgendwo mit Print-on-Demand-Anbietern. Ich weiß auch nicht richtig, wie das Ganze hier gemacht ist. Also auch allgemein die Stoffqualität ist wirklich sehr weich und sehr zart. Einfach so, weiß Bescheid, ne? Also richtig coole Geschichte, also richtig coole Geschichte einfach mal. Wirklich richtig, richtig geile Stoffquali. Oben haben wir jetzt hier noch was ganz Tolles halt drin. Das drehe ich jetzt einfach mal so um. Hinten auch wieder eingestickt das Montana Black Logo. Also auch qualitativ richtig gut. Hier kommen keine Nähte raus. Das ist wirklich, da spricht einfach mal Qualität raus. Also wirklich hast du richtig geil gemacht, dass so eine kleinen Sachen hier auch drin sind. Also das haben wir jetzt hier unten auch am T-Shirt einfach mal. Diese Logos, diese Patches, die hier noch dran sind. Das ist jetzt nicht wahrscheinlich so, das sind jetzt keine Unkosten. Ich will es jetzt nicht zu viel verraten, was sowas halt kostet, sowas halt zu machen. Aber das ist halt wirklich, daran siehst du schon, ob einer halt wirklich was, ob jemand was an seiner Community halt einfach mal liegt, ob er wirklich was Geiles machen will oder ob er einfach nur schnell abcashen will. Also das ist wirklich eine geile Sache, das macht kein Mensch, der es wirklich nicht gern macht. Kommen wir als nächstes zum Hoodie von Get On My Level. Hier auch wieder eine richtig coole Stickung einfach mal, um euch das hier nochmal zu zeigen. Das Ganze halt in Camo-Look, wirklich sehr qualitativ gut vernäht, also nicht irgendwas, was schnell abgeht. Richtig geil davon abgesehen. Wir haben auch wieder verschiedene kleine Akzente. Also, dass wir hier zum Beispiel dieses einfach mal, du hast hier Montana und hinten hast du das Black einfach mal drauf. Das sind so die kleinen Details, die einfach mal wirklich schon, die ich richtig geil finde und wirklich abfeier. Und das Ganze natürlich auch viel, viel wertiger nochmal ja, erscheinen lassen und viel besser halt. Du hast auch hier oben sogar noch an diesen kleinen Ösen hast du das Ganze noch dran. Mal gucken, ob ich den Fokus so hinkriege. Da steht halt auch nochmal Montana Black drauf. Also diese kleinen Sachen, dass man wirklich hier bei diesen Sachen auch dann nochmal drauf Wert legt, finde ich halt wirklich eine coole Nummer. Hier unten haben wir natürlich auch die Metallgehäuse oben drauf, dass das hier wirklich nicht abgeht und auch wirklich langlebig ist. So, der Zip-Hoodie ist, ich würde es schon fast so als kleine Jacke irgendwie bezeichnen, ist wirklich sehr, sehr warm innen drin, hat ein gutes auch Futter drin gemacht. Die Gummis sind wirklich der Knaller, dazu kommen wir gleich später nochmal. Und ich habe mir das Ganze halt gekauft, als ich es gesehen habe, Stream, wo war das jetzt? Ich glaube, bei Instagram, in einem Instagram-Live habe ich das gesehen, wo er mit Kylo unterwegs war und meinte, das ist wohl wirklich für draußen, ist das eine gute Sache. Ich habe zwar jetzt keinen Hund, aber trotzdem, hier siehst du auch nochmal, hier haben wir auch nochmal so ein kleines Logo von ihm einfach drauf, auch wieder ganz detailliert gemacht. Also das finde ich auch geil, dass es halt wirklich nicht billig ist, sondern halt detailliert gemacht und dazu halt dann das Muster mit dem Camo-Look. Also wer stabil aussehen will, dementsprechend, das ist eine geile Nummer. Gut, die Sporthose jetzt an dieser Stelle, die Turnhose, die habe ich mir jetzt auch noch geholt, einfach mal für zu Hause. Wenn du halt irgendwie Online-Business machst, kannst halt, dann arbeitest du ja zu Hause und dann ist es halt ganz entspannt und auch halt fürs Fitnessstudio habe ich mir die gemacht. Auch eine lustige Sache, wurde ich von einer Streamerin angesprochen irgendwie, fand ich auch nett. Muss ich mal gucken, was da vielleicht mal draus wird, ob ich die junge Dame nochmal treffe. Also geile Sache, auf jeden Fall ein cooler Opener. Ja gut, also das ist hier auf jeden Fall die
Hose allerdings natürlich hier sehr, sehr glatt. Also da musst du ein bisschen aufpassen, wenn du halt hier ein Handy drin hast und du lange Beine hast, weil ich bin 1,90 oder über 1,90, 1,93. Da ist dementsprechend, kann auch mal ein Handy halt rausrutschen. Allerdings, wie gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich eher so an meinen langen Beinen. Okay, ansonsten, wie gesagt, ist das wirklich eine coole Qualität auch drin. Man schwitzt nicht so schnell drin in der Hose einfach mal. Denn jetzt kommen wir nämlich mal zu den Tests. So, jetzt bloß nicht das schöne T-Shirt kaputt machen. So, jetzt fühle ich mich auch schon viel besser wieder in meinen alten Klamotten. Ihr habt es ja schon mitgekriegt, auf dem Kanal habe ich öfter dieses T-Shirt an, nur um es nochmal so zu sagen, nein, dieses Ding habe ich nicht hergestellt. Dieses Ding ist halt hier von Montana Black, nur weil mich schon viele danach gefragt haben. Link packe ich euch einfach unten in die Videobeschreibung. Gut. Jetzt kommen wir mal zu der Sache, und zwar, wir haben ja hier die Sachen nur auf dem Tisch liegen, wir wollen sie natürlich auch in Aktion sehen, und deswegen werden wir jetzt auch gleich als allererstes mal den Sporttest machen. So, jetzt angekommen hier vom Fitnessstudio, jetzt machen wir mal den Fitnesstest, und zwar, wie schwitzt man überhaupt in diesen Sachen, weil so schwitzen ist ja auch mal so eine Frage. Bei den Klamotten jetzt außen habe ich es bis jetzt nicht gehabt, dass ich irgendwie groß schwitze, also das fand ich schon richtig irgendwie seltsam, weil normalerweise schwitze ich dann ziemlich schnell. Aber jetzt gucken wir mal, wie das bei den Sportklamotten ist, direkt bei CleverFit. So, heute im Fitnessstudio und ein paar Mal getestet die Sachen schon. Also ich hatte es schon die letzten Male an. Und ich muss echt sagen, von dem Schwitzen ist das gar nicht so schlimm. Also eigentlich, also nimmt gut auf die Klamotten. Und ja. So, also Fitnesstest auf jeden Fall bestanden. Also Fitnesstest auf jeden Fall bestanden. Die Klamotten nehmen auch gut auf. Also du hast dann auch nicht unbedingt so einen nassen Rücken. Finde ich erstmal eine coole Sache. Und ja, jetzt steht eigentlich noch ein anderer Test aus. Lambo-Test. So, also ich habe die Sachen getestet im Fitnessstudio und muss wirklich sagen, ich habe vom Schwitzen her, wenn du denn anfängst zu schwitzen, nehmen die Sachen ja den Schweiß auch gut auf, sage ich jetzt mal. Ansonsten allgemein, wenn du draußen rumläufst, also ich bin damit einkaufen gegangen, ich habe damit alles Mögliche halt irgendwo gemacht, du schwitzt nicht wirklich. Also das ist beim Sport, wenn du es richtig drauf anlegst, dann schwitzt du. Ansonsten wirklich absolut Schweißtest, und gerade bei mir ist immer schnell zu warm, irgendwie so fand ich das richtig geil. Also von den Sachen ist das wirklich perfekt gemacht. Das ist natürlich der Sporttest, also den hat es definitiv bestanden. Die Hose, die wurde auch, sag ich mal, malträtiert auf verschiedenen Sportgeräten. Auch gut, Beine, ja, Beine haben wir auch ein bisschen trainiert, aber das muss bei mir, wie gesagt, 18 Kilo hatte ich verloren, dementsprechend böse Sache, muss halt ran, muss ich machen. Und das haben die Klamotten wirklich sehr, sehr gut mitgemacht. Ist also hier auch nichts gerissen und irgendwas. Also es wirklich hält sein Versprechen. So, natürlich, weil es hier um Montana Black geht, steht noch eine Sache aus. Wir müssen natürlich erstmal den Lambo-Test machen. So, wir müssen jetzt noch den Montana Black-Test machen. Ja, den gibt es nämlich auch. Und zwar, ist das ganze Ding Lambo-tauglich. So, und deswegen jetzt ab in die Kiste und machen wir mal ein bisschen die Spritztour. So, Bruder. Als allererstes Sitzgefühl, klare Sache, geht. So, also, ja, doch. Sitzt sich bequem, es ist sehr sportlich. Freut mich richtig. Also mittlerweile, ich habe das Ding so oft privat an. Die Leute fragen schon immer, ob ich Werbung dafür mache. Nein, ich mache keine Werbung. Ich finde die Klamotten wirklich geil. Und deswegen sieht er mich damit auch einfach öfter immer wieder, weil ich das gut finde. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt fahren wir ein bisschen zum Brandenburger Tor. Scheiße, das ist zu, Alter. Willst du mich verarschen? Ey, das ist wieder so typisch Berlin. Du willst da einmal was machen. In der Sekunde, ja klar, logisch, da ist noch alles aufgebaut. Nee, Spaß beiseite. Also, das ist wirklich, die Klamotten sind geil. Also, was mir besonders gefällt, ist, dass die hier dicht sind, Alter. Dass da kommt kein Wind halt durch, einfach mal, dass hier irgendwie, dass hier kalt wird oder so. Bei so einem Wetter, da sagst du hier, den hier kannst wunderbar, sag ich jetzt mal, hier dabei rausgehen. Also für die Leute, die einen Hund haben oder so, auf jeden Fall geil. Gleich mal als Feedback. Ich hab mir den nur gekauft, weil ich die Instagram-Story gesehen habe, wo er mit Kylo halt raus ist und dann halt so meinte, ja, das ist gerade bei so einem Wetter, weil dieses Ekelgefühl, was er so sagt, bei diesem Kalt, kennst du doch so, was da hinten da hoch kraucht und so. Und der ist selbst hier in den Lenden ist ja mega dicht. Meine Mutti an dieser Stelle, jetzt kein Witz, meine Mutti sagt, das ist der erste richtige Hoodie, der hinten mal dicht ist, sag ich mal, am Rücken, wo da keine kalte Luft runterkommt. Und das ist krass. Und wenn Mutti das sagt,
Moody approved. So, also jetzt nochmal kurze Zusammenfassung wirklich von den Klamotten. Ich finde es wirklich eine absolut geile Sache. Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Die Klamotten können locker mit 150 bis 200 Euro Klamotten, also jetzt zum Beispiel vom Hoodie hier, wenn du dir für 200 Euro einen absoluten Markenpulli kaufst, denn ja, da hast du dieselbe Qualität. Also weiß nicht, zum Teil wird das hier sogar, ist das sogar noch besser, weil andere Sachen, die leiern halt aus. Also das ist speziell bei dem Hoodie, fand ich halt wirklich die Gummis halt richtig gut hier, dass die einfach mal nicht durch Dauerbenutzung halt so schnell ausleiern. Das finde ich halt richtig cool. Zur Cap nochmal, wirklich absolut geil gemacht. Preis ist richtig, also Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen. Was anderes kann ich dazu einfach nicht sagen, weil das ist super. Und nochmal zu der Hose, also wie gesagt, das mit dem Glatten ist halt wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, so schnell flutscht ihr sonst nirgends rein wie in so eine Hose, aber ja, in etwa. Also wirklich, die Klamotten sind ihr Geld wert. Also ihr könnt definitiv da zuschlagen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und das war jetzt mein Review hier. Marcel, falls du das je sehen solltest an dieser Stelle, du kannst dieses Video auch gerne zerschneiden, machen, runterladen. Hast nicht gesehen, für eigene Zwecke halt nutzen. Zusätzlich natürlich schicke ich dir noch ein paar Impressionen, ein paar Bilder einfach mal ans Team. Da könnt ihr halt vielleicht für Kundenreview, ist immer ganz gut, wenn du da noch irgendwie ein bisschen was hast. Aber hast ja eh schon genug davon. Ansonsten, heute sage ich einfach nur, wenn euch das Ganze gefallen hat, ein Like da lassen, weil das Ganze ist ja ein relativ, ja, Review in eigener Sache und hat ja sonst nicht direkten, sage ich jetzt mal, Bezug auf den restlichen Content von meinem Kanal. Und so gesehen bleibt es heute nur beim Like. Aber ich musste halt meine Meinung dazu als T-Shirt-Business-Experte hier abgeben und werde jetzt mir auch demnächst ein paar andere Kollektionen einfach mal angucken. Mal gucken, vielleicht Torben Platzer. Was meinst du damit? Ansonsten jetzt viel Spaß beim Shoppen. Dran denken, gerade ist Aktion bis 31.12. hat also, glaube ich, noch drin. Eine handsignierte Autogrammkarte von einem von 5 verschiedenen Motiven. Und also von verschiedenen Postern einfach mal. Geile Nummer. Okay, das war's. Viel Spaß.